Servus und hallo zum Let's Play World of Warcraft. Erweitert euren Stall, diesmal mit eigentlich einer kleinen Anmerkung. Denn ich habe letztens vergessen, als wir bei Satarion 25er waren und die Zügel des Zwielichtdrachen geholt haben, dass es dort ja auch noch ein zweites Mount gibt. Und nämlich genau dieses hier. Die Zügel des schwarzen Drachen oder Schwarzdrachen einfach nur. Und zwar kommt ihr an den Rand, indem wir Satarion einfach im 10-Spieler-Modus machen. Für diejenigen, die die Zwielichtdrachen-Video nicht gesehen haben, würde ich da jetzt nochmal hinfliegen. Für alle anderen einfach zu Satarion gehen, auf 10-Spieler und dann direkt wieder Satarion pullen, ohne die Ads drumherum. Und dann gibt es diesen eigentlich ganz hübschen Drachen. So, und für alle anderen, die noch nicht wissen, wohin, als erstes geht es nach Nordend, da hoch. Und zwar hier in die Drachenöde zum Würmruh-Tempel. Und dazu müsst ihr erstmal hier in Stormwind am obersten Anleger nach Nordend fahren mit dem Schiff. Und dann kommt ihr in der boreanischen Tundra an der Balianzfeste raus, von dort mit dem Greifenmeister oder per Hand direkt zum Würmruh-Tempel fliegen. Und dort sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch, wie ihr an den hübschen Drachen rankommt. Bis gleich. Und damit willkommen zurück. Jetzt sind wir hier mit der Würmruh-Tempel und jetzt geht es einmal unter den Würmruh-Tempel. Und dann wichtig noch einstellen, den Spieler. Und dann geht es hier geradezu. Und da ihr Level 100 seid und hier drinnen Level 81 Muppets rumlaufen, einfach direkt zum Boss gehen und Attaché! Jetzt nicht erschrecken, denn... Ach, der ist schneller tot als alles andere. Hui, jetzt kommt der Rest. Den noch fix weg. Löppeln. Was ist das? Gibt's denn einmal? Hallo? So, Tasche aus Drachenhaut kann ich nicht looten. Habe ich schon einmal. Ist einzigartig. Ansonsten dabei Zügel des schwarzen Drachen. Da ist er nämlich schon. Beuteltasche mit ein bisschen Gold. Handschuhe des verlorenen Beschützers. Und ein bisschen Ramsch. Genau. Aber so easy ist es schon und dann habt ihr schon die Zügel des Schwarzdrachen. So sieht er dann aus. Also überhaupt kein Problem. Und in der gleichen Instanz, wer es noch nicht kennt, auf 25 Spieler, gleiches Prozedere, droppt der Zwielichtdrache, gibt es auch noch ein extra Video zu. Hoffe, es hat euch wieder gefallen und man sieht sich beim nächsten Let's Play. Bis dahin, macht's gut, ciao.